Ich freue mich sehr, dass ich jetzt, bevor wir einen Blick in die Zukunft oder in die Gegenwart wagen, nämlich zur Frage, wie weiter mit der Aufarbeitung der Verbrechen von 1915 und danach umgegangen werden soll, dass wir einen illustren Gast haben. Claudia Roth ist ja sicherlich allen von Ihnen bekannt. Sie ist die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und ist diejenige wahrscheinlich in der Grünen Partei und auch im Bundestag und der deutschen Politik allgemein, die sich sehr prominent seit vielen Jahren mit der Türkei, mit den Kurden, mit der ganzen Region und eben auch gerade mit der Problematik der Lösung oder der Aufarbeitung des Armenier-Genozids befasst. Und ich freue mich sehr, dass sie sich trotz ihres sehr engen Zeitplans Zeit genommen hat, um noch mal ein bisschen etwas zu erzählen über die Rolle, die der Bundestag nicht nur in der Aufarbeitung spielen kann, sondern überhaupt auch in der Frage, wie arbeiten wir zur Verhütung ähnlicher Verbrechen in der Zukunft. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank, Christian, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, Gäste. Es ist gut, dass die Heinrich-Böll-Stiftung und die Deutsch-Armenische Gesellschaft diese Konferenz über den Völkermord an den Armeniern veranstalten. Es ist gut, dass wir den Blick nach vorne richten, darauf, wie wir mit diesem und mit anderen Genoziden, ich nenne hier zum Beispiel die Herero, umgehen wollen. Denn nichts ist gut für die Armenier in dieser Angelegenheit, die immer noch auf eine Anerkennung warten, die immer noch auf eine Wiedergutmachung ist ein schwieriges Wort, weil bestimmte Verbrechen kann man nicht wiedergutmachen, aber auf eine Wiedergutmachung, eine Entschädigung durch die Türkei warten. Und nichts ist gut für die vielen Angehörigen und für die vielen Opfer anderer Völkermorde, auch der jüngeren Geschichte, die wir trotz vermeintlicher zivilisatorischer Fortschritte als internationale Gemeinschaft nicht verhindern konnten oder nicht verhindern wollten. Die Opfer all dieser schlimmsten vorstellbaren Verbrechen, die dürfen wir nicht vergessen. Deswegen ist es auch so wichtig, die Gespräche, die Frau Korkmaz führt. Und wir dürfen nie aufhören, nach der Verantwortung zu fragen und uns nach unserer eigenen Verantwortung zu fragen und dieser Verantwortung dann auch zu stellen. Das sind wir nicht nur den Opfern, den Angehörigen schuldig, sondern da stimme ich Wolfgang Gust sehr zu. Das ist ein Grundstein für offene, für demokratische und für tolerante Gesellschaften. Wie wichtig offene, tolerante, demokratische Gesellschaften sind, erleben wir ja in diesen Tagen angesichts der furchtbaren Flüchtlingstragödien, Katastrophen, die wir erleben. Und doch, in der UNO hat sich mit der Schutzverantwortung zur Verhinderung von Völkermord, von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von ethnischen Säuberungen viel seit Ruanda und Srebrenica getan und doch so wenig verändert. Das aus den Lehren dieser furchtbaren Völkermorde entstandene Konzept der Schutzverantwortung wird leider oft missbräuchlich auf eine nur militärische Intervention reduziert und die Verantwortung, ich betone, die Verantwortung zur Prävention, zum Wiederaufbau wird immer mehr und wieder vernachlässigt. Und so wurde im UNO-Sicherheitsrat nur einmal mit der Begründung der Schutzverantwortung ein Beschluss gefasst und dieser gleich durchaus problematisch. Ich möchte erinnern, das war in Libyen gegen Gaddafi. Dort wurde das Mandat zum Schutz zu einem Regime-Change überdehnt, ohne sich danach um den Wiederaufbau zu scheren, mit schrecklichen Folgen, die Libyen ins Chaos gestürzt haben. Schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sie nehmen weltweit gefühlt eher zu, als dass sie abnehmen würden. Wir vergessen ganz sicher nicht die Verbrechen des Regimes von Assad in Syrien, ISIS in Syrien, im Irak, in Libyen, mehr und mehr in Afghanistan, Boko Haram in Nigeria oder das diktatorische Regime in Eritrea. Die Opfer sind Jesiden, Turkmenen, Christen, sind aber auch Muslime. Im ISIS-Gebiet sind Rohingya, in Myanmar sind Muslime in Zentralafrika. Es muss sich also etwas ändern und den Beginn
kann dafür ein anderer Umgang mit der Vergangenheit machen. Denn Erinnern und Gedenken sind nicht nur notwendiger Teil einer demokratischen Gegenwart und einer guten Zukunft, sondern sie sind auch wichtig für die Konsequenzen, die aus diesen tragischen Ereignissen gezogen werden müssen, um ähnlichen Verbrechen in der Zukunft vorzubeugen. Erinnern für die Zukunft, das ist auch der Weg, den die heutige Tagung ja beschreibt. Wir haben am 24. April im Deutschen Bundestag des Beginns des Völkermords an den Armeniern gedacht. Ich glaube, das war ein würdiges und ein nachdenkliches Gedenken im Bundestag, nachdem sich die Regierungskoalition zunächst über lange Zeit einer Anerkennung des Völkermords als Völkermord verweigert hatte, waren es dann tatsächlich unser Bundespräsident Joachim Gauck am Vorabend bei der sehr bewegenden Veranstaltung im Berliner Dom und es war Dr. Lammert, unser Präsident, die wegweisende und sehr deutliche Akzente gesetzt haben. Wobei Dr. Lammert nicht in diesem Jahr zum ersten Mal vom Völkermord gesprochen hat, sondern schon in seiner Ansprache zum Ersten Weltkrieg, zum Gedenken an 1914. Auch da hat er das Thema Völkermord an den Armeniern tangiert, worauf er dann in der türkischen Presse bzw. vom türkischen Parlamentspräsidenten unendlich beschimpft worden ist. Die Verweigerungshaltung zur ehrlichen Aufarbeitung, wie ich sie bei einigen Kollegen oder in Teilen des Auswärtigen Amtes ja schon sehr, sehr lange erlebe, mutet befremdlich an. Ich sage das jetzt wirklich sehr diplomatisch. Ähnliches ist uns aber auch begegnet, als es um die Aufarbeitung der Rolle des Auswärtigen Amtes im Nationalsozialismus ging. Damals von Fischer angestoßen, es gab riesigen Widerstand zu einer wirklichen offenen Aufarbeitung. Und ähnliches Verhalten der Regierung kennen wir auch aus dem Umgang mit dem Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Lassen Sie mich da zwei, drei Sätze dazu sagen. Nach 111 Jahren, nach so vielen Jahren, scheint man jetzt eingesehen zu haben, dass es ein Völkermord war. Man hat zum ersten Mal von einem Völkermord gesprochen. Konsequenzen dieses Bekenntnisses will man jedoch nicht daraus ziehen. Dass nämlich unter dem Befehl des Generalleutnants von Trotta 90.000 Menschen massakriert und eine Herrschaft mit Gewalt, mit Terror und mit Grausamkeiten eingerichtet wurde. Es ist wirklich unglaubwürdig oder es droht sehr, sehr unglaubwürdig zu sein, wenn einerseits mit der notwendigen Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit auf diplomatischem Parkett sich gebrüstet wird und gerne der Zeigefinger auf andere gerichtet wird, wenn wir aber selber gleichzeitig uns der eigenen Verantwortung entziehen. Und wir haben uns viel zu lange entzogen der Verantwortung beim Völkermord an den Armeniern und jetzt eben auch gegenüber dem Völkermord in Namibia. Es braucht dort umgehend eine Entschuldigung bei den Nachfahren des Genozids. Es braucht zum Beispiel die Rückgabe aller geraubter Gebeine, eine lange Forderung, damit die Hinterbliebenen ihre Angehörigen endlich bestatten und ehren können. Und es braucht einen Dialog mit den Nachfahren der Opfer sowie der namibischen Regierung zur Aufarbeitung. Jetzt aber zurück zu dem armenischen Genozid zur Türkei. Ich hatte ein riesengroßes Glück, schon in den 90er Jahren sehr früh Hrant Dink kennenzulernen. Viele von Ihnen werden sich an ihn erinnern. Er ist sicher irgendwie heute auch bei uns. Ein hochemotionaler, ein leidenschaftlicher, ein empathischer Mann, der seine Wut mit überragender Klugheit, mit Liebenswürdigkeit und mit einem sehr pragmatischen Politikverständnis bändigen konnte. Er war einer der wichtigsten Fortschritts- und Demokratietreiber in der Türkei. Er und seine Weggefährten, seine Familie, seine Freunde haben versucht, Antworten der Aufarbeitung des Genozids im Kontext einer lebendigen, sich modernisierenden und demokratisierenden türkischen Gesellschaft zu initiieren. Sie haben viel riskiert, sie haben alles gegeben, um die unterdrückten Diskussionen über den Völkermord und die Geschichte der heutigen Türkei voranzubringen und um die vom Staat vorgegebenen Gewissheiten in Frage zu stellen. Er war gefährdet, er hat kurz vor seinem Tod mir noch davon gesprochen, aber man hat ihn nicht geschützt, er musste dafür mit seinem Leben bezahlen.
Aber ich werde nie vergessen die Trauerfeier, den Trauermarsch in Istanbul, bei der 100.000 Menschen gerufen haben, wir sind alle Hirand, wir sind alle Armenier. Und damit hat sich, glaube ich, also für mich war das zumindest ein emotionaler Moment, wo man gesehen hat und gespürt hat, dass eine wachsende Zivilgesellschaft in der Türkei entsteht, die sich der eigenen Vergangenheit im eigenen Interesse stellen will und das auch weiter tun will. Was in diesen Tagen, in diesen Wochen vielleicht schwerer denn je ist, denn wir erleben ja jetzt gerade wieder einen Wahlkampf, der sehr stark auf nationalistischen Momenten versucht, sich auszurichten und auf islamistischen. Also Herr Erdogan, dem fehlt ganz offensichtlich die notwendige Demut, sich der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte proaktiv weiterzustellen. Aber auch Deutschland muss mehr tun, wir haben es schon gehört, um die eigene unrühmliche Rolle während des Völkermords an den Armeniern umfassend und in allen Facetten zu beleuchten und darauf basierend Handlungsleitlinien zu erarbeiten. Bei einem Besuch im letzten Jahr 2014 in Istanbul habe ich den Verleger und Autor Osman Köker getroffen. Sie kennen ihn wahrscheinlich. Wenn nicht, sollten Sie das schnell tun und sollten seine Bücher anschauen. Seine Forschungen zeigen, nicht zuletzt die Sammlung von Hunderttausenden von Postkarten zeigen, dass viele der bis zu 18.000 deutschen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in Anatolien waren, zum Beispiel Kirchen oder religiöse Einrichtungen als Basis benutzt haben, als Stützpunkte benutzt haben. Kirchen der kurz zuvor vertriebenen Armenier und Christen in Ostanatolien, zum Beispiel die armenische Kirche von Diyarbakır. Er hat mir diese Postkarte gezeigt und ich habe mich wirklich lange Zeit auch in Diyarbakır und mit der kurdischen Frage auseinandergesetzt. Ich war sehr oft in Diyarbakır, aber in all diesen vielen Jahren ist mir nie begegnet, hat mir nie irgendjemand von dieser Geschichte dieser Stadt erzählt. Also man sieht die Kirche, man sieht das Innere der Kirche, der ehemaligen Kirche, sieht die deutschen Soldaten. Dann habe ich gedacht, so, da schreibe ich jetzt dem Außenminister und ich schreibe der Verteidigungsministerin, dass wir das zum Anlass nehmen sollen, auch diesen Ort zum Anlass nehmen sollen, um zu zeigen, wir gehen dahin, wir stellen uns unserer eigenen Geschichte. Ich habe einen freundlichen Brief bekommen vom Außenminister, ja, der war nett, so. Aber ich will lieber, das war es dann aber auch, aber ich zitiere aus dem Brief der Verteidigungsministerin, weil ich gesagt habe, Mensch, Frau von der Leyen, wir haben noch deutsche Soldaten und Soldatinnen in Karaman-Maras, das wäre doch mal was, wir schicken eine Delegation in die Kirche, an den Ort in Diyarbakır. Wir sagen heute die Bundeswehr, wir sind die Bundesrepublik Deutschland, aber wir stellen uns der eigenen Geschichte und das mit Soldatinnen und Soldaten. Ich habe also eine Antwort bekommen, aus der ich jetzt zitiere, dass kein Bezug der Bundeswehr zum Völkermord an den Armeniern gesehen werde und dass man missverständliche Zeichen, die als Einmischung von außen gewertet werden könnten, vermeiden sollte. Zitat Ende. Herr Gust hat darauf hingewiesen, wie die Argumentation ist. Das war jetzt vor ein paar Monaten. So viel zur Bereitschaft und Kreativität unserer Regierungsvertreter, mit Gesten, mit Symbolen, mit Worten dazu beizutragen, das Unfassbare in der türkischen, aber eben auch in unserer und in der türkisch-deutschen Geschichte aufzuarbeiten. Und jetzt mal jenseits von Ulla Jelpke und von anderen, die sich lange mit dem Thema beschäftigen, der Bundestag als solcher musste schon richtig getrieben werden, noch einmal durch unseren Bundespräsidenten und Lammert haben da wirklich eine ganz wichtige Rolle gespielt. Nur der Bundestag muss weiter getrieben werden, weil jetzt geht es ja ums Eingemachte, jetzt geht es um die Anträge. Jetzt geht es darum, ob in den Anträgen, die in den zuständigen Ausschüssen verhandelt werden, ob tatsächlich die Ideen, wie sie am 24. April benannt worden sind und die Herausforderungen, wie sie benannt worden sind, tatsächlich dann auch sich in den Beschlüssen wiederfinden, nachdem die öffentliche Diskussion ja nicht so ganz den Vorstellungen der Regierung entsprochen hat. Auch das war jetzt diplomatisch. Wir sollten alles unternehmen, damit im weiteren Verlauf die klaren Positionen der Debatte vom 24. tatsächlich sich in den Beschlüssen
wiederfinden, damit man nicht sagt, wir haben jetzt einmal im Bundestag eine gute Debatte geführt, so, und jetzt wächst wieder das berühmte Gras. Damit es also nicht einen Rückfall gibt ins Verdrängen, ins Verschweigen und ins Vertuschen. Das heißt dann aber auch, und das ist mir mehrere Male begegnet, dass das Auswärtige Amt bei Veranstaltungen im Kaukasus oder in der Türkei, wenn dort auf dem Programmentwurf Völkermord steht, dass dann aber auch der Botschafter hingeht oder dass Vertreter der Botschaft hingehen. Das war nämlich bisher nicht so. Wenn da auch nur der Anschein, die Gefahr gedroht hat, dass da irgendwie das Wort Genozid vorkommt, war man nicht mehr präsent. Also das muss sich deutlich ändern. Das wäre für mich politische Glaubwürdigkeit. Was ist darüber hinaus zu tun? Ich möchte kurz 10 Punkte vorschlagen, die anknüpfen an dem, was auch schon genannt worden ist. Erstens braucht es eine umfassende Anerkennung, Aufarbeitung der deutschen Mitverantwortung an den historischen Ereignissen am Völkermord von 1915, eine breite, eine öffentliche Aufarbeitung der Akten im politischen Archiv des Auswärtigen Amts ist dafür nötig. Zweitens gehört auch dazu, sich in den Außenbeziehungen für eine Öffnung der türkischen, der armenischen und auch der russischen Archive einzusetzen. Drittens braucht es mehr Förderung von Initiativen und Projekten in Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kultur, die sich mit den Geschehnissen von 15, 16 auseinandersetzen, also nicht nur im Jahrestagsjahr, Entschuldigung, sondern darüber hinaus. Viertens gilt es, die Aufarbeitung der Ereignisse durch die Türkei und durch Armenien als ersten Schritt zur Versöhnung zu unterstützen, zum Beispiel durch Stipendien für Wissenschaftler oder Unterstützung zivilgesellschaftlicher Kräfte aus beiden Ländern, die sich für Aufarbeitung und Versöhnung engagieren. Das hat die Böll-Stiftung ja in der Vergangenheit gemacht und das wird sie sicher auch in der Zukunft weiter versuchen, auch möglicherweise andere Stiftungen. Fünftens muss Deutschland dafür eintreten, dass die in jüngster Zeit begonnene Pflege des armenischen Kulturerbes in der Türkei fortgesetzt und intensiviert wird. Dafür kann die auswärtige Kulturpolitik ihren Beitrag leisten. Sechstens braucht es eine radikale Überarbeitung der Schulbücher in der Türkei. Daran sind sich mittlerweile viele einig. Ich glaube, wir könnten einen wichtigen Beitrag aus eigener Erfahrung leisten. Kinder sollten etwas darüber erfahren, was eigentlich dem Osmanischen Reich und der Türkei durch ethnische Säuberung und durch den Völkermord verloren gegangen ist. Professor Vogt aus Görlitz schlägt in diesem Zusammenhang vor, die Erarbeitung eines gemeinsamen Geschichtsbuchs in der Art des deutsch-französischen Geschichtsbuchs. Das war ein riesengroßes Projekt, das hat viel Kraft, viel Engagement gebraucht, aber es ist wirklich ein einzigartiges Modell für die Erarbeitung und Annäherung an die eigene Geschichte, indem man ein gemeinsames Geschichtsbuch schreibt und ein Modell für Aussöhnung zweier Länder. Und das könnte und wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt zur Aussöhnung zwischen der Türkei und Armenien, aber eben auch zwischen der Türkei und Deutschland. Also auch wir, deutsch-türkisches, armenisches Geschichtsbuch wäre ein unglaublicher Schritt, um gemeinsam sich der Geschichte zu stellen. Hört sich vielleicht nach Zukunftsmusik an, aber vor Jahrzehnten hätte man sich auch nicht gedacht, dass es ein deutsch-französisches Geschichtsbuch geben wird. Siebtens gehört auch in Deutschland das Thema Völkermord an den Armeniern selbstverständlich in die Lehrpläne. Also wenn ich von den Schulbüchern in der Türkei rede, dann meine ich, das muss auch selbstverständlich bei uns in die Lehrpläne, in den Geschichtsunterricht, Sozialkundeunterricht, ähnlichen Unterricht verschiedener Jahrgangsstufen. Hier sehe ich dringenden Nachholbedarf und übrigens für alle Kinder in unseren Schulen. Achtens braucht es uns alle und vor allem unsere Regierungsvertreter um die Gewährung der Meinungsfreiheit in der Türkei, insbesondere auch bezüglich des Schicksals der Armenier, immer und immer wieder anzusprechen. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, um die wir uns große Sorgen machen in der Türkei heute und jetzt. Neuntens braucht es Druck auf die türkische und armenische Regierung, die 2009 unterzeichneten Züricher Protokolle zu ratifizieren, welche die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen und die Öffnung
der gemeinsamen Grenze ja vorsehen. Da sind 6 Jahre vergangen. Es wäre höchste Zeit, dass man diese Wiederaufnahme, diese Ratifizierung hinbekommt. Und 10. brauchen wir auf internationaler Ebene bessere Mechanismen zur Prävention von Völkermord und der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen der Vereinten Nationen. Vieles davon sind kleine Schritte, alles davon sind sehr, sehr dicke Bretter, denn der Umgang mit Genozid braucht Geduld und Langmut, aber alle Mühen und alle Zeit, die es braucht, sind überlebensnotwendig für, ich habe es schon mal gesagt, offene, demokratische Gesellschaften. Dankeschön.